Corporal Dwayne Hicks, TQ4-04821-5E9, Notfall. Meine Einheit hat auf LV-426 schweren Schaden genommen. Bitte um Unterstützung an Bord der USS Sulaco. Überlebende, ich selbst, eine Frau, ein Mädchen und ein schwer beschädigter Synthet. Alle zu LV-426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Wiederhole, alle zu LV-426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Aufgestanden, Marines. Dies ist keine Übung und ihr seid nicht mehr bei Mutti. Auf die Beine, Marines. Für die Neuen, ich bin Captain Cruz und ihr seid meine Crew auf der USS Sephora. Wir sind hier wegen eines Notrufs der USS Sulaco, den wir vor 17 Wochen empfangen haben. Rhino 23 war zuerst vor Ort und ist auf heftigen Widerstand gestoßen. Ihr seid die Letzten, die aus dem Kryo-Schlaf geholt werden. Also, keine Beschwerden, ihr Memmen. Schließlich haben wir euch ausschlafen lassen. Macht euch kampfbereit und sammelt euch in 20 Minuten im Hangar. Name und Rang? Corporal Christopher Winter, 118. Bataillon an Bord der USS Sephora. Corporal Winter, ich schicke Rhino 21 als Unterstützung für 23. Alles klar, Mann? Mir geht's gut, Captain. Ich mache mir nur Sorgen um 23. Gut, denn sie werden sich Rhino 21 anschließen. Die werden versuchen, den Flugschreiber der Sulaco zu bekommen, damit wir herausfinden, wer das verursacht hat. Sir, was ist doch passiert? Wir haben versagt. Aufgepasst, Mädels von der USS Sephora! Genau in diesem Moment kämpfen Rhino 21 und Rhino 23 darum, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Wir lassen keinen Marine zurück. Daher schicken wir in den nächsten 2 Stunden ein paar Dropships, um bei der Evakuierung der Verletzten auf der USS Sulaco zu helfen. Sir, die Sulaco wurde zuletzt bei Fury 161 gesichtet. Wie ist sie zurück zu diesem Planeten gekommen? Danke für die Unterbrechung, Lieutenant Reed. Wir wissen nicht, wie das Schiff hierher gekommen ist. Im Moment sorgen wir uns nur darum, was unsere Marines umbringt. Die Situation ist ungewiss. Weitere Informationen kriegt ihr, sobald wir sie haben. Also los, Weidmanns Heil, Marines! Hurra! Hurra! Hören Sie zu. Was ich brauche, sind Informationen. Keine Helden, kein Bullshit. Sie sind dort meine Augen. Melden Sie alles, was Sie sehen, damit ich weiß, womit wir es dort zu tun haben. Verstanden. Sagen Sie Rhino 21, ich bin auf dem Weg zu Ihnen. Willkommen zu Aliens Colonial Marines. Unsere Waffen sehen in Ordnung aus. Was haben wir denn auch dabei? Wir haben noch eine Schrotflinte dabei, ein Schrotgewehr. Ziemlich modern sieht's aus und die Waffe, die wir eben schon gerade gecheckt haben. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Da liegt noch was, können wir nicht aufheben. Wir können aber wahrscheinlich diesen Schalter da betätigen. Durch Drücken der Taste E. Und damit geht diese Luke auf. So, das sieht doch schon mal schick aus. Das ist die USS Sulaco. Ja, ich kann mich dran erinnern. Da begann der Tanz. Uh-huh.
verdammt nochmal, was ist passiert? Raider 6-5, sind Sie schon in der Luft? Explosive Dekompression in der Sulaco. Hier ist Raider 6-5. Die Gangway lässt Atmosphäre ins All. Prekäre Situation, Sir. Prekär? Soll ich das im Duden nachschlagen, Raider? 20 Minuten bis zum totalen Zusammenbruch. Machen Sie dicht. Winter, Sie haben die Lady gehört. Gehen Sie auf die andere Seite, dann machen wir dicht. Begebe mich zur Sulaco. Winter over. Chifora Actual! Hier spricht O'Neill! Wir haben mehrere Verwundete hier. Wir brauchen hier umgehend Sanitäter für die Marines von Rhino 2-1. Negativ, 2-1. Die Explosion hat die Luftschleuse auf unserer Seite beschädigt. Wir können die Gangway nicht mehr benutzen. Bleiben Sie dort und kümmern Sie sich um unsere Marines. 2-1, was ist der Status von 2-3? Winter, willkommen im Chaos. Benutzen Sie Ihren Bewegungssensor und sagen Sie mir, was Sie sehen. Ich sehe Sie beide. Und 2-3 ist im Süden, hinter dem Hangar, vielleicht bei den Maschinen. Bewegen Sie sich. Nein. Moment. Da ist ein unbekanntes Signal. Da bewegt sich was. Verdammt. Sephora Actual, 2-3 scheint die Position zu halten. Oder Sie sind tot. Es gibt unbekannte Bewegung bei Ihnen. Sie könnten angegriffen werden. Alles klar. Winter und ich werden... Verdammt. Sephora Actual, ich treffe mich mit 2-3, Sir. Denken Sie daran, keine Helden, Junge. Actual over. So, wir sollen also die Vermissten finden. Ich laufe gerne mit meinem Motion Tracker rum. Da vorne ist jemand. Reno 2-3 müsste da vorne sein. So, und hier ist es leer momentan. Das ist also die Sulaco. Sir, ich sehe da einen halben Synthet auf dem Deck. Welche Hälfte? Also, er sagt nicht viel. Dann finden Sie die sprechende Hälfte. Actual over. Ja, wer den Film kennt, der kennt diese Stelle. Geile Sache. Geile Sache, Leute. So, ich benutze aber hier meinen Motion Tracker. Ich glaube, das ist mein liebstes Werkzeug in diesem Spiel. So. Die Überlebenden sind genau vor uns. Mehr als 20 Meter wahrscheinlich. Alles ruhig hier. Oh oh. Direkt vor uns. 8 Meter vor uns. 7 Meter. 6 Meter. Da oben ist er wahrscheinlich verschwunden eben gerade. Er ist direkt über uns, wollte ich schon sagen. Aber er ist verschwunden, was auch immer es ist. Wer den Film kennt, der weiß, dass es nur ein einziges Monster war hier. Zum Schluss auf der USS Sulaco. Aber möglicherweise irre ich mich da auch da. So, meine Kollegen sind hier direkt vor uns. Aber wir müssen einen Weg dahin finden. Hier ist eine Tür. Alter Schwede. 9 Meter vor uns bewegt sich jemand. Und wieder verschwunden. Die Frage ist nur, wo ist er dahin verschwunden? Hier oben ist nichts. Hier, diese Tür ist verschlossen, ne? Oder? Doch, die können wir aufschweißen. Okay, dann machen wir das gerade mal. Ach, du Scheiße. Das eine Alien hat ganze Arbeit geleistet. Sehen Sie das, Captain? Zehn Meter vor uns. 9 Meter. Es behält die Position bei. 7 Meter, 6 Meter.
du Scheiße, Alter. Pack den Motion Tracker wieder aus hier, sonst krieg ich die Krise, Mann. So, wo sind denn die Kollegen? Die Kollegen müssen da hinten irgendwo sein. Aber gut, hier geht's auch wieder nicht weiter. Wir können uns die ganze Sauerei nochmal betrachten. Hier ist überall dieses schleimige Zeug. Hier geht's hoch. Und hier geht's auch weiter. Meine Kollegen müssten da vorne sein. Genau da. Das sind Eier. Hier hinter dieser Maschine müssten meine Kollegen sein. Aber ich habe so ein bisschen Angst vor diesen Eiern da vorne. Komm, ich lasse sie jetzt einfach mal in Ruhe. Töten Sie Xeno. Kümmern Sie sich nicht um mich! Töten Sie das Ding! Wo ist es denn? Es ist da direkt auf der anderen Seite. Aber ich sehe es nicht. Ich höre nur seltsame Geräusche. Es muss genau hier sein, genau über uns. Könnt ihr das sehen? Ich sehe das nicht. Irgendwie verschwunden. Tut mir leid, dass ich eben so lange leise war. Aber ich höre den Geräuschen gut zu hier. Es ist wieder da vorne. Was zum... Die Kamera. Ach du lieber Gott, scheiß Dinger. Habe ich es jetzt erledigt oder was? Oder ist es wieder abgehauen? So, jetzt langt's mir aber mit dir, du Scheißhaufen. Wo ist der miese Mann? Der miese Penner. Alter, leck mich doch am Arsch. Leck mich am Arsch. Machen Sie schon los. Los! Sephora Actual, Winter hier. Ich hab Keys von Rhino 2-3. Hier sind ein paar Leichen, aber es fehlen welche. Ein oder zwei Marines von Rhino 2-3 sind nicht dabei. Sind alle tot? Garnet? Er ist weg. Bleib ruhig. Ich hab dich, Kumpel. Winter, sammeln Sie alle, die übrig sind, und bringen Sie sie zurück zum Hangar. Nicht angreifen. Hier spricht Keys von 2-3, Sir. Unsere Mission war es, die Flugdaten der Sulaco zu bergen. Ich habe Ihnen einen Befehl gegeben und das war's. Sammeln und so. Wir müssen wissen, was das verursacht hat. Und da hilft uns der Flugschreiber. Bei allem Respekt, Sir, halten Sie den Mund und befolgen Sie meine Befehle. Actual over. Zum Teufel mit Befehlen. Der Flugschreiber ist nicht weit weg. Wir holen ihn und suchen Rhino 2-1. O'Neill, sind Sie noch da? Ja. Verdammt. Seid ihr auf dem Weg zurück? Nein, wir brauchen 10 Minuten, um den Flugschreiber zu holen. Unsere Marines sind nicht umsonst gestorben. Ihr habt 5 Minuten für den Flugschreiber und den Rückweg. Keys, halten Sie Ausschau nach Bella. Ura. Mach ich. Danke, O'Neill.
Danke für Ihre Hilfe, Winter. Wenn sich was bewegt. Ihr Pulsgewehr hat einen Unterlauf. Rüsten Sie das Pulsgewehr aus und drücken Sie die F-Taste, um den Unterlauf abzufeuern. Wir sind hier nicht allein. Jawohl. Ich lass mich nicht nochmal erwischen. So, mein Kollege campt schon, glaube ich. Nein. Sichtkontakt! Los geht's! Ich kann nicht mehr! Sie nähern sich von rechts an! So, schnell mal nachladen. So, mein Kollege ballert das schon. Ich werde ihm mal helfen. Aber befindet sich in dem Raum die Treppe hoch. Ja, da geht doch hin. Sollte man diesen Saubacken hier erledigt haben. So, komm. Hinter uns! Ich versiegel den Raum! Holen Jawohl, Sie den mach Flugschreiber! Zu. Die Mittelkonsole! Holen Sie den Flugschreiber! In einer Minute sind wir raus, okay? Okay. O'Neill, Flugdaten sind unterwegs. 2 Minuten. Keys, Achtung! Verstanden, Winter. Hebt das Feilen für später auf und bewegt eure Ersten zurück. Der Flugschreiber sollte zeigen, welches Arschloch das mit der Sulaco getan hat. Wer weiß, was wir herausfinden, wenn wir das Ding zurückbringen. Ich bin gespannt. So, da sind schon wieder alles voll mit Feinden natürlich. Ich seh's, mein Freund. Wir haben ihn verloren. Wen haben wir verloren? Gar nichts haben wir verloren, Freunde. Du sollst mir auch mal Deckung geben, mein Kumpel. So, haben wir da vielleicht noch irgendwas rumliegen? Ne, sieht nicht so aus, ne? Gehen wir mal weiter hier. Los, Keys, weiter. Ach, jetzt sind schon wieder mehr spannende Saubacken. Es wird unangenehm! O'Neill, wir sind in einer Minute bei euch. Ja, mach hin. Ihr seid zu spät!
Ach ja. Und da hat's uns niedergerissen. So, jetzt müssen wir diesen kleinen Abschnitt nochmal machen. Sehr ärgerlich. Auf dem Dropship! Achtung! Granate! Keys, warten Sie! Sind Sie total verrückt geworden? Los zur Gangway! So, Freunde, und an dieser Stelle mache ich mal eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir es schaffen. Also, macht's gut, bis dann.